Das hat doch mal geklappt. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Mein Kaffee ist... Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee... Einmal Anjas brühend heißer Kaffee. Oh, willst du den wirklich weggießen? Anjas Kaffee ist weltberühmt und so lecker. Quack. Vielleicht können wir damit dein Rad losbekommen. Ach so? Na dann, worauf wartest du noch? Es hat geklappt. Siehst du, Plato? Danke, Jerry. Jetzt kann ich mich endlich wieder in den Sattel schwingen und die Post ausliefern. Ich habe gehört, du möchtest Einladungen verschicken? Ja, ich soll Einladungen zum Wipfelfest verschicken an alle Einwohner von Mauswald. Ja, das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ich warte hier auf dich. Bring mir deine Einladungen und ich werde sie für dich verteilen. Danke, Plato. Nein, nein, ich danke dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Fremder anderen hilft. Du bist ein echter Baumläufer. Quack! Kannst du das für mich ausliefern? Das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander. Quack! Dann fahre ich mal besser los. Es gibt viel zu tun. Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Dein Fahrrad? Klar, wenn du schneller durch Mauswald und Umgebung reisen willst, dann ruf mich einfach. Dann nehme ich dich auf meinem Postrad mit. Benutze einfach diesen Knackfrosch mit einem der goldenen Posthörner, die überall im Mauswald stehen. Wenn du mal in Eile bist, lasse seinen legendären Klang ertönen. Dann komme ich mit meinem treuen Rad angeflogen und bringe dich, wohin du willst. Angeflogen? Angeradelt, meine ich. Wow, danke. Das mache ich aber nicht für jeden. Also erzähl's nicht rum. Und wohin möchtest du jetzt? Wohey! Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Bis später. Jerry, du hast die Einladungen verschickt und Blausaft bestellt. Dabei hast du einen Zwerg geheilt, die kleine Ursula gerettet und vieles andere erlebt. Du entwickelst dich fürwahr zu einem echten Baumläufer. Nun werden wir mit dem magischen Teil deiner Ausbildung beginnen. Und dann folgt das Wipfelfest. Wir freuen uns auf Blausaft. Also beeile dich mit der Ausbildung, du Grünschnabel.
Seit ich denken kann, ist das Wipfelfest eine Festivität, die wir einmal im Jahr ausrichten. Uhu. Und bei dem wir Hilfsbereitschaft, Familie und Mut feiern. Und Magie ist da gar nicht im Spiel. Ach nein? Vorwärts, junger Haselnuss!